Servus Leute! So, jetzt haben wir mal wieder einen kleinen Test von Pyro Factory Knallartikel. Ich habe sie noch nicht gehabt. Das sind die sogenannten Danger. So was ähnliches als wie die La Bomba Ferner. Zum Sonderpreis um 8 Euro. ja, nein, ich meine, formatmäßig sehe ich es mehr. Das ist so eigentlich der gleiche Zinnober, eben 20 Stück, 2,5 Gramm NEM. Ja, ich darf einfach mal so sagen, lassen wir es ein bisschen überraschen, oder? Ja. Vielleicht ist ja das gescheiter als wie die letzten La Bomba, die ich gehabt habe, weil das war ja nichts mehr, ne? Ah, zwei verschiedene Seitenpapier haben sie ja. Grün und Pink. Ja, aber für die Pink haben sie. Ah ja, eh die ganze Reihe. Ja, dann haben sie es eigentlich eh gemacht wie bei den La Bomba. Warte, ich gehe kurz da oben mir, ja. Ja. So. Ah, da wäre jetzt eh hergehört. Mal. Machen wir einfach mal, werden wir das immer hinklatschen. Weil die sind ja mit Vorbrenner. Ja. Das heißt, einer kommt da in der Night Video auch. Und natürlich wie immer in der Water. Aber eben, gehen wir mal her. So. Ich tue aber jeweils die Echtone raus. Jetzt mit weißem Seidenpapier, dann wieder mit dem violetten und natürlich umgewechselt. So schaut eben der einzelne aus. Da mit so einem schwachen Datenkopf da. Danger, Absperrbandel, fast das wie auf der Baustelle. Ne? Oder halt das wie beim Sprengstoffzeichen. Ne? Gips, wie man sieht, ja. Seidenpapier, drunter eh fix, natürlich Vorbrennermasse, die sieht man aber eh schon drauf auf der Zündschnur. Schaut eh okay aus, eigentlich. Ja, ich meine, das Gracherl ist im Durchschnitt heutzutage kleiner sogar als wie zeitenweise ein Bürocracker, aber. Ja, aber es gibt letztlich ein Bürocracker auch, ne? Ja, aber ich meine, schauen wir, hinten schaut die Zündschnur noch nicht aus, bei den ganzen billigen. Ja, da hängt die auch noch aus, ja. Aber gut, na, warten wir mal an. Schauen wir mal, was kommt. Ich glaube, bei dem müssen wir gar nicht so weit weg. Nein, wahrscheinlich eh nicht. Boah, da fliegt die, da verfliegt der Gips. Und die Kartonfetzen oder Papierfetzen. Ah, ja. Ja, war nicht schlecht eigentlich. Nein, die waren echt gar nicht so übel. Da waren die. Unerwartet. Die waren nicht schlecht. Ein kleiner Farbrenner, der war gar nicht einmal so zu kurz, wie das so letztes Stinkfutzel ist. So, dann haben wir mal violetten. Geht, oder? Ja. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, gar nicht so übel. Echt nicht übel. Ja. Für das wundert mich jetzt gerade. Weil das eine Pyro Factory Zeug, das war so schlecht. Ja. Ja, außer die Dinge, da hat es ja mal so Cousin gegeben. Die waren mit zwei Plastikstopfen. Die waren ganz okay, gut. Okay, ja, die weiß ich auch. Aber ja, die Neuern sind Müll, die ploppen ja auch. Okay. Nein, aber die sind jetzt gar nicht übel. Nein. Ja, nächster. Steht da zufällig um, wie alt sie sind? Ich glaube nicht. War heller Knall. Cool, ja. Ich meine, den Vorteil, was du bei den Dingen hast, gell? Da brauchst du Aufräumen auch nicht mehr von den Klappfetzen. Weil das Papier, das Foto gleich. Oh, schau, das ist schon wieder so deformiert. Da, schau, was mit den Dingen passiert. Haben sie eingequetscht. Ja. Boah. Das ist ja gut, der funktioniert. Ja. Echt nicht einmal so schlecht. Nein, ist echt nicht so übel. Machen wir jetzt nur drei, oder? Ja. Sollen wir Kreis machen? Das wird gut sein. Ja, ich brauche halt ja noch viel. Nein, machen wir also, die drei. Achso, die drei machst du. Ja, kein Mader. Dann tun wir so, schau. Dann tun wir jetzt aber so, weil nachher brennt es direkt in die Farbe rein. Ja, gleich ein bisschen zurück, weil nicht, dass es mich da noch der Gips trifft. Ja, das kann passieren, ja. Ja, wenn ich so stärke, jetzt eh. Ich glaube, das passt schon. Ja, ich sage mal so. Die sind gar nicht einmal so übel. Ja, die machen Spaß. Das kann man machen. Aber natürlich nicht für 8 Euro. Nein, gell? Für 4 Euro passt. Ja, das passt, aber 8 Euro ist natürlich kein Sonderpreis. Ich meine, bei uns in Österreich so verkauft, aber. Nein, danke, um nichts verhandeln. Ja.
Aber das kriegt man sicher in Deutschland auch eine. Weiß nicht. Bei Röder vielleicht. Ja, bei Röder wahrscheinlich. Ne? Oder? Aber du hast, glaube ich, leider die La Bamba gekriegt, oder? Bin mir ganz sicher, aber die gibt es bei uns auch nicht überall, die Dänische. Nein, nicht wirklich. Das geht eher schon wieder Richtung Wien. Ja. Aber Tirol ist eher, kriegst du fast leider die La Bamba und das nicht. Aber ja, nein, sie war nicht fad. Das war's gewesen mit dem Test. Ja. Also, bis zum nächsten Mal und Servus. Servus.